Und doch so viele Leute hier zu sehen, freut mich ungemein. Gerade heute haben wir natürlich einen besonderen Tag zu feiern, weil wir können das erste Mal ohne Maske laufen. Ich glaube, das ist wirklich Premiere. Und weil es nicht unser Verdienst ist, ja das Verdienst der FDP, die das durchgesetzt hat. Wir haben alles versucht. Ja, wir sind sogar bis vor Gericht gegangen, haben es nicht geschafft, aber jetzt geht's. Das ist gut. Das ist ja jetzt eine ganz andere Lage. Das Virus ist ja jetzt harmloser. Die Inzidenzen sind viel niedriger. Es wird alles viel harmloser. Genau, also wir machen heute auch wieder normalen Aufzug. Wir hatten ja jetzt die letzten Wochen ein bisschen improvisiert, mussten wir machen, aber heute läuft alles wieder wie gewohnt. Viele von euch sind ja schon öfter dabei gewesen. Was ist sonst so passiert? Also vielleicht erinnern sich manche von euch dran, wir hatten vor ja, mittlerweile 4 Wochen mal so eine RNZ, so einen offenen Brief, eine RNZ-Aktion gestartet. Da hatte ich einen Brief geschrieben und es haben über 500 Leute unterschrieben, das war sehr toll. Und das haben wir jetzt auch endlich geschafft, das der RNZ zu übermitteln. Und die RNZ hat auch versprochen, es zu lesen und sich dann mit uns in Verbindung zu setzen. Ich bin sehr gespannt. Okay, wo stehen wir? Wo stehen wir bei der bereichsbezogenen Impfpflicht? Laut einer Pressemitteilung des Landes wurden alleine bis zum 23. März über 17.000 Beschäftigte in Baden-Württemberg an die Gesundheitsämter gemeldet, weil sie nicht die geforderten Nachweise vorgelegt haben. Die Gesundheitsämter beginnen nun, Briefe an diese Beschäftigten zu versenden, in denen eine Drohkulisse aufgebaut wird. Wir erwarten diese Briefe zumindest an den Universitäten Heidelberg, Mannheim, so in den nächsten 2 bis 3 Wochen. Aber wir kennen die Inhalte, es gibt schon genug Briefe, ihr habt sie alle gelesen, die in anderen Kreisen bereits unterwegs sind. Das heißt, seit 3 Wochen hängt über vielen von uns das Damoklesschwert eines drohenden Bußgelds oder gar eines faktischen Berufsverbots. Was macht das mit uns? Viele von uns fühlen sich jetzt als Mitarbeiter zweiter Klasse und unsere Jobs sind plötzlich nicht mehr sicher. Und wer schützt uns? Wer schützt unsere Rechte? Das Bundesverfassungsgericht hat sich im Februar mit einem Eilantrag gegen die bereichsbezogene Impfpflicht befasst. Zwar erkennt das Gericht an, dass die Impfstoffe im Einzelfall eine reelle Gefahr für die Gesundheit und das Leben der Geimpften mit sich bringt, da die Betroffenen, denen das Risiko für ihre Gesundheit zu hoch erscheint, aber die Freiheit haben, ihren Job jederzeit zu wechseln, wurde der Eilantrag vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt. Eine solche Entscheidung ist purer Zynismus. Denn über wen oder über was reden wir denn hier? Wir reden über Menschen, die wichtige Aufgaben erfüllen. Viele seit Jahren, seit Jahrzehnten. Wir reden zum Beispiel über Ärzte, über Therapeuten, Pfleger, Mitarbeiter in Arztpraxen, in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen und viele mehr. Diese Menschen haben einen Beruf, einen, den sie sich selber ausgesucht haben. Sie haben diesen Beruf erlernt. Man wird nicht zufällig Pfleger oder Therapeut oder Arzt. Dazu gehört jeweils ein Lebensweg, eine Ausbildung, oftmals ein Studium. Dazu gehören auch Lebensentscheidungen, die man getroffen hat. Und dazu gehören berufliche Stationen, in denen man Erfahrungen sammelt. Sowas nennt man im Allgemeinen Berufsbiografien. Und diese Biografien, diese Lebenswege werden jetzt abgeschnitten. Viele von uns stehen vor dem möglichen Ende ihres Lebensentwurfes, ohne eine Idee, wie es von hier an weitergehen soll. Viele verlieren auch geschätzte Kollegen, Menschen, mit denen man teilweise viele Jahre vertrauensvoll zusammengearbeitet hat, Menschen, mit denen man befreundet war. Und warum?
weil Politiker sinnlose Entscheidungen getroffen haben, weil sie sich von der Realität abgekoppelt haben. Wie sollen auch diese Politiker, von denen viele keine Berufsausbildung abgeschlossen haben, verstehen, um was es hier geht? Wie sollen Politiker, die kein Studium ordentlich zu Ende geführt haben, verstehen, was für viele von uns auf dem Spiel steht? Wie sollen Politiker, die nicht mal einen korrekten Lebenslauf verfassen können, überhaupt wissen, was eine echte Berufsbiografie eigentlich ist? Oder wie sollen sie wissen, was es bedeutet, etwas Sinnvolles in seinem Leben getan zu haben? Was es zum Beispiel bedeutet, einen Beruf auszuüben, mit dem man Menschen helfen kann? Viele von unseren Politikern wissen nicht einmal, was es bedeutet, wirklich etwas zu lernen. Das ist schade, denn in den letzten Monaten gab es eine Menge zu lernen. Wir konnten zum Beispiel lernen, dass es keine Impfdurchbrüche mehr gibt. Es gibt nur noch ein vollständiges und für jeden offensichtliches Versagen der Impfstoffe, Infektionen zu verhindern. Das bedeutet auch, die Erhöhung der Impfquote hat nach aktuellen medizinischen Erkenntnissen keine Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen. Und das bedeutet, die Sicherheit von Patienten und Pflegebedürftigen wird durch die Einführung einer bereichsbezogenen Impfpflicht nicht erhöht. Es gab aber noch mehr zu lernen. In der aktuellen Omikron-Epidemie droht keine Überlastung des Gesundheitswesens. Tatsächlich haben wir auch gelernt, eine wirkliche Überlastung hat es erwiesenermaßen auch früher nicht gegeben. Was aber unser Gesundheitssystem bedroht, ist die miserable Behandlung der Menschen, die für dieses System arbeiten. Es gibt verschiedene Arten, mit solchen neuen Informationen umzugehen. Man kann daraus lernen, man kann Strategien anpassen und man kann gegebenenfalls Fehler korrigieren. Das wäre ein verantwortungsvoller Umgang mit neuen Erkenntnissen. Ein Umgang, der Ungerechtigkeiten zu vermeiden sucht und die Verbesserung der Situation zum Ziel hat. Leider erleben wir aber andere Arten, mit neuen Informationen umzugehen. Das sind einerseits die Vermeidung, neue Informationen auch nur wahrzunehmen, oder andererseits das völlige Ignorieren neuer Erkenntnisse und ihrer logischen Konsequenzen. Viele Menschen haben ihr Faktenwissen zu Corona und den Impfungen spätestens im Jahr 2021 komplettiert. Keine neuen Informationen erreichen sie mehr. Der Mythos der sicheren und wirksamen Impfung ist fester Bestandteil ihrer unerschütterlichen Realität. Aus dieser Sicherheit und mit tiefster Überzeugung rufen sie uns zu: Lasst euch impfen, denn dann wird alles wieder normal. Diese Menschen befinden sich in einem Stadium der selbstverschuldeten Ahnungslosigkeit. Andere hingegen sind sich der Sinnfreiheit gegenwärtiger Maßnahmen einschließlich jeder Form der Impfpflicht durchaus bewusst. Das ist ihnen aber schlicht egal. Diese Menschen profitieren oft von der Fortsetzung der aktuellen Politik oder sie fürchten Nachteile, wenn Fehler eingeräumt werden müssen. Was diese Menschen auszeichnet, ist eine erschreckende Gewissenlosigkeit.
Im Augenblick scheint es, wird unser Land von den Ahnungslosen und von den Gewissenlosen angeführt. Wer dabei tatsächlich den Ton angibt, ist noch nicht ganz klar. Es ist aber wohl egal, denn wir können weder die Ahnungslosen noch die Gewissenlosen mit Argumenten noch erreichen. Es gibt dennoch Hoffnung. Die Tatsache, dass die allgemeine Impfpflicht ab 18 keine Mehrheit gefunden hat und scheitern wird, ist zumindest etwas ermutigend. Trotz massiver Einflussnahme ist es den Parteiführungen offenbar nicht gelungen, ausreichend Abgeordnete dafür zu begeistern. Wie es scheint, gibt es noch einige Abgeordnete, die zumindest Bauchschmerzen bei diesem Verfassungsbruch haben. Es gibt auch noch anderen Grund zu hoffen. Der Mythos der nebenwirkungsfreien Impfstoffe bekommt immer mehr Risse. Selbst im Mainstream wird mittlerweile vermehrt darüber berichtet. Die Impfkampagne ist längst ins Stocken geraten und immer weniger Menschen sind bereit, sich in den nächsten Jahren regelmäßige Booster-Updates zu holen. Anzunehmen, dass diese Impfstoffe, die nicht mal gegen Infektionen mit aktuellen Corona-Varianten schützen, in der nächsten Welle einen Vorteil bringen sollten, ist absurd. Genauso absurd wie die Annahme, dass unser Gesundheitssystem sicherer wird, indem man Menschen entlässt. Und das wird auch immer mehr Menschen klar. Und wenn diese Menschen hoffentlich bald aufwachen, dann werden wir immer noch hier sein. Und dann laden wir alle ein, mit uns gemeinsam spazieren zu gehen und gegen diese Tyrannei der Ahnungslosigkeit und der Gewissenlosigkeit zu demonstrieren. In diesem Sinne wünsche ich uns heute allen einen wunderschönen Spaziergang. Wie gesagt, wir haben keinen Spaziergang, der maskenfrei ist. Abstände sind auch nicht mehr so schlimm, es ist ja alles viel mehr gefährlich. Zu den Auflagen ist doch zu sagen, wir müssen natürlich schauen, dass wir den Verkehr nicht über die Gebühr behindern. Wir machen kein offenes Feuer, das ist ja auch mittlerweile allen klar. Menno! Ansonsten, ja, lasst euch nicht auf aggressive Diskussionen ein. Wir treffen uns, wir gehen jetzt alle in die Poststraße hoch, gehen über das alte Universitätsklinikumsgelände. Wir machen wieder unsere Schweigeminute am Josefskrankenhaus. Dort sind wir tatsächlich ein bisschen leise. Wir versuchen den Krankenhausbetrieb möglichst nicht zu beeinflussen. Das gelingt uns ja auch immer. Und am Ende haben wir auf dem Wilhelmsplatz unsere Abschlusskundgebung. Dort werden wir noch ein paar Stimmen hören. Ich möchte auch ausdrücklich einladen, wir werden ein offenes Mikrofon haben. Wenn hier noch Leute sind, die gerne ein paar Worte sagen möchten, die vielleicht selber betroffen sind, haben Sie dann gerne die Möglichkeit dazu. Gut, dann freue ich mich auf einen schönen Spaziergang mit euch. So, wir haben noch eine Ankündigung. Genau. Zentrale arrogante, elitäre Partei dieser antidemokratischen Bewegung, die wir momentan erleben, empfinden wir, das Bündnis 90, die Grünen. Wir haben dementsprechend unsere erste 3G-Versammlung angemeldet. Das steht für uns gegen grünes Gaga. Ich habe hier... Diese Demo wird stattfinden am 7. Mai in Stuttgart um 14 Uhr am oberen Schlossgarten und wir ziehen dann zur Landeszentrale der Grünen. Ich habe hier viele Aufkleber. Wäre toll, wenn ihr euer Wohnzimmer damit vollpflastern würdet. Aufkleber bitte bei mir abholen, ihr könnt so viele haben, wie ihr wollt. Danke sehr. Ja, das ist ja
Ansonsten habe ich hier noch, weil wir nächste Woche weitermachen und natürlich nicht nur in unserer Blase bleiben wollen, habe ich hier noch Plakate für nächste Woche, DIN A3. Wer das in sein Wohnzimmer hängen möchte, kann sich das gerne auch hier abholen. Genau. Das ist nächsten Mittwoch, der 13. wieder 18 Uhr hier in der Schwanenteichanlage. Ansonsten gibt es noch eine Demo am Samstag in Karlsruhe um 14 Uhr von Studenten stehen auf, wo auch Dr. Med Günther Frank sprechen wird, wer den mal wieder hören möchte. Am Samstag, diesen Samstag, der 9. in Karlsruhe um 14 Uhr. Wahrscheinlich der 8. Ja,